Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing und zwar von der Brigitte Box. So ein schönes plauch gefällt mir richtig gut. Ja, ich habe heute das Headset auf, ich habe gerade zwei Aufnahmen für meinen Gaming-Kanal gemacht und äh, dachte, wollte da jetzt nicht noch rum irgendwas wechseln, deswegen gibt es heute die Aufnahme mit meinem Gaming-Headset. Ja, zur Brigitte Box, die erscheint so zweimal äh, alle zwei Monate. Genau, und äh, ich habe sie jetzt für 19.95 gekauft. Ihr ge bekommt aber auch derzeitig andere Angebote. Ich werde mal schauen, dass ich die Angebote finde. Dann würde ich sie unten mal in die Infobox verlinken. Schaut da gerne also vorbei. Ja, in der Brigitte Box, also in den Umkarton, war jetzt nicht nur meine Box, sondern es war wieder so ein Flyer drin von Beauty Love mit verschiedenen Angeboten, unter anderem ähm, von ATU, von Babo. Ja, genau, verschiedene Rabatte. Kann man eigentlich auch immer gebrauchen, finde ich. Jetzt ist man nicht ja, zu stöbern, was gibt's noch? Und weiterhin war noch die aktuelle Ausgabe der Brigitte drin. Ähm, ich beziehe verschiedene Magazine und Zeitschriften, aber die Brigitte habe ich nicht. Deswegen freue ich mich, dass sie drin ist. Ähm, genau, und <laughs> Entschuldigung, das Hauptmotto ist frei wie nie. Ja, gibt es normal zu kaufen für 3,80 Euro im Laden. Oder halt, wie gesagt, hier zur Box. Die ist doch ganz cool, dass wir sowas dabei haben. Ja, und dann wollen wir mal jetzt die Box öffnen. Na, hier haben wir sie. Ich werde mal schauen, wo ich mir das jetzt hier alles hin platziere. Ich habe noch ein bisschen viel hier liegen auf dem Schreibtisch. Das ist der Blick. Wir haben hier also wieder das Schleifenbändchen und wir haben hier einen kleinen Sticker. Und es duftet. Man macht auf und dann kommt wieder so dieser Duft entgegen. Und ich hatte das jetzt in den letzten Boxen irgendwie sehr gehabt, dass alle so richtig gerochen haben. Also richtig so irgendeinen speziellen Duft verströmt haben. Ja, hier haben wir also Brigitte Box. Ich versuche das mal nicht kaputt zu machen. Oh, das hat sich super ablösen lassen. Perfekt. Und das ist der erste Blick in die Box. Wir sehen zum Beispiel Sebermet und Kies als erstes. Und ich mache das wie sonst auch. Und zwar schaue ich in das schlaue Heftchen. Ich mag es, wenn ein Heft dabei ist. Ich schaue da total gerne rein. Auch im Nachhinein, ich hebe die auch auf, um einfach immer so einen Blick nochmal reinzuwerfen, was war mal drin. Genau, Brigitte Box. Ne? Da steht sogar Powered by Pinkbox noch mit dabei. Ähm, Motto ist Kopf aus, Meer an mit der Brigitte Box Nummer 3. Aufs Wasser schauen, Meeresluft tanken und Meeresrauschen lauschen. Sonne auf äh, den Kopf und Sann unter den Füßen. Manchmal brauchen unsere Sinne etwas, damit sich der Kopf entspannen kann. Oft reicht ein Spaziergang am Fluss, um Kraft zu tanken oder das Sinieren auf den Steg während die kleinen Wellen im See das Sonnenlicht reflektieren. Manchmal sehen wir uns aber auch nach Urlaub am Meer, um den Alltag hinter uns zu lassen. Wir zeigen Ihnen, dass Erholung, Meer und Auszeit durchaus in eine Box passen können. Die neue Brigitte Box Kopf aus, mehr an, bietet verwöhnende Pflegemomente zum Ausschalten, holt mit mehr Salzprodukten den Sommer ins Bad und sorgt mit dem Duft von Sonnencreme für unendlich gute Laune. Viel Spaß beim Auspacken, Entdecken und Treiben lassen, Ihr Brigitte Box Team! Ja, unser Produkt-Highlight, da haben wir das erste Produkt und das, was wir schon gesehen haben von Kies. Und zwar von, das ist ja von der ähm, Sängerin Alicia Kies und ähm, sie hat eine eigene Pflegemarke, so viel weiß ich schon, bisher hatte ich aber noch kein Produkt davon. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Wir haben hier ein Mini Deluxe Golden Cleanser. Eine sanfte, ausgleichende Gesichtsreinigung, die ihre Haut und ihren Geist mit antioxidativen, feuchtigkeitsspendenden Manuka-Honig und beruhigenden Kurkuma von Schmutz, Make-up und Unreinheiten befreit. Kamille beruhigt und entspannt die Haut, während der Duft von Salbei und Hafermilch den Geist besänftigt. Ähm, wir haben jetzt hier drin äh, 30 Milliliter. Originalgröße wäre jetzt 170 ml, würden dann 24 Euro kosten. Ich habe jetzt hier dafür keinen Preis, man könnte es jetzt ausrechnen, aber ich glaube, so als ne, Deluxe-Probe ist das vollkommen okay. So, es ist mit ein extra Papier zugemacht. Ähm, Papier sage ich, ein bisschen Kleber. Ist nicht schlimm. Und irgendwie, das passt jetzt auch so richtig, denn ich nehme jetzt dieses hier auf, bevor ich äh, mein Pfingstwochenende bei, ähm, beim WGT verbringen werde, also wenn es einem nicht sagt, das Wave Gothic-Treffen in Leipzig. Ich wohne ja in Leipzig. Und ja, Schminken gehörte da einfach dazu. Ich bin jetzt nicht komplett geschminkt, aber so die Augen und sowas, die betone ich vor allem mit sehr viel Schwarz, Glitzer etc und verschiedenen Akzenten und da finde ich, da passt dann sowas hier richtig gut. Ne? Wie gesagt, so ein Reinigungsmittel ist natürlich hochwertig, klar, aber ähm, ich finde, das ist dann ideal zum Ausprobieren. Es steht hier immer noch mein Feedback-Video an, was ich euch versprochen habe. Aber das riecht richtig gut. Also das hier gefällt mir vom Duft her. So, und da haben wir hier so eine cremige Konsistenz, durchsichtig, sehr leicht aufzutragen und dann, wenn man es verreibt, dann schäumt das auf. Das riecht richtig gut. Also, das gefällt mir vom Duft her richtig gut, vom Auftragen her richtig gut. Ist, glaube ich, nicht für jeden was, wenn... Ähm, ich habe momentan von Yves Rocher ein Reinigungsgel. Das ist nochmal bisschen äh, gelartiger, so geleartig. Ähm, das finde ich auch ganz gut. Äh, momentan nutze ich das auch zum äh, Make-up-Entfernen oder früh zum, ne, zum Erfrischen. Und das hier äh, kommt dem sehr nah. Ähm, deswegen, ich komme mit solchen Produkten klar. Die gefallen mir, finde ich, gut. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also finde ich richtig klasse. Und dann halt noch so eine tolle Marke. Also haben wir sonst noch was da drauf Stehen ja tierversuchsfrei. Nur dass es halt ein Reinigungsgel ist. Ne? Und von Dermatologen getestet. Genau, ich kann euch das hier mal noch zeigen, was hier noch steht. Vielleicht könnt ihr das lesen. Ich glaube nicht, ne? Genau, hier steht You are devoted to this moment. Hört sich auch sehr toll an. Also, klasse Produkt. Gefällt mir super gut, dass das drin ist. Und ich kann es, wie gesagt, auch gleich nutzen. Einen richtigen Stresstest machen. Das nächste Produkt, was wir haben, da, 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 da ist auch wieder ein Luxusprodukt. Und zwar von Babo. Ne? Ich versuche das mal so zu halten. Dr. Babo Hydrocellular. Ja, ich halte es jetzt hier. Barber Hyaluroncreme. Die angenehm leichte Hyaluroncreme hydratisiert ihre Haut multidimensional und nachhaltig. HY3-Petide unterstützen die hauteigene Hyaluronproduktion. Dreifach Hyaluronsäure verringert den Feuchtigkeitsverlust über die Haut und natürliche Biopolymere geben kontinuierlich Feuchtigkeit an die Haut ab, wodurch ein 24-Stunden-Feuchtigkeitsdepot aufgebaut wird. 15 Milliliter für 20,97 Euro sind Originalprodukt also. Ja, das haben wir dann noch in einer extra Verpackung. So eine Feuchtigkeitscreme, in dem Sinne ist es ja... Geht in die Richtung, also Hyaluron spendet Feuchtigkeit über 24 Stunden. Und ich finde, das passt jetzt auch für Festival. Also ich finde, ich verbinde ja mit Festival auch so ein bisschen show, also zeigen, äh, mal was Besonderes sein, nicht Alltagslook. Und ähm, für mich ist halt Festival wirklich Spannung und nicht nur Matsch und also, ich schaue gerne Wacken und so, aber ich mag es halt auch, wie gesagt, so Richtung WGT, so, so ein bisschen glamour, also so ein bisschen stilvoll, ne? Und da passt dann auch das Produkt dann halt sehr gut dorthin. Ja, geschmeidig, glatte, rosige Haut. Da haben wir dann noch so einen Zettel dabei habe jetzt mich hier momentan durch die Pollen bin ich auch ein bisschen allergisch und ganze Zeit nur am mit pusteln und sonst was beschäftigt genau also wir haben hier das Produkt und das würde ich mal jetzt auf die andere Haut äh, auf die andere Haut machen <laughs> die andere Hand machen es ist so eine leicht bläuliche Creme aber die fühlt sich richtig gut an und der Duft ist sehr angenehm. Also das ist kein Parfüm. Das ist so ein ganz normaler Cremeduft, den man so kennt. Also das ist jetzt nichts Parfümiertes. Es riecht einfach nur angenehm nach Creme. Ne? So, lässt sich super schnell einziehen und einarbeiten in die Hand. Also wie gesagt, das riecht nur normal nach Creme. Aber fühlt sich super an auf der Haut. Also das muss ich schon sagen, das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Also ich kann mir super vorstellen, gerade dann fürs Gesicht und äh, Dekolleté-Bereich ähm, und den Rest dann in die Hände verreiben, weil sollte man ja auch immer dran denken, dass die ja auch anspruchsvoll äh, sind, dass man dann halt äh, oder beansprucht werden, dass man das dann halt nicht vergisst. Und ich finde, man hat sich das Gesicht so Schön einmassiert, eingerieben, das Dekolleté ein bisschen und dann hat man noch was und kann das noch so in den Händen einarbeiten. Das mache ich immer ganz gerne und da passt das ganz gut. Also sehr, sehr angenehm. Also kann ich wirklich sagen, das fühlt sich richtig gut an. Also das gefällt mir auch sehr gut. Das nehme ich auf jeden Fall dann auch jetzt als Stresstest, weil ähm, ich werde. Also WGT ist so ein anders als so die normalen Festivals. Man ist zwar auch mal draußen an der frischen Luft, aber ähm, meistens ist man dann so ab 17 Uhr, sowas jetzt bei mir immer so von 17 Uhr bis 0 Uhr, in irgendeiner Halle verbringt und dann halt äh, Zeit mit den Konzerten. Und äh, man merkt es halt dann doch, das ist sehr staubig und man hat dann so eine trockene Haut. Also so war es jetzt vor Corona. <laughs> man versucht sich immer noch dran zu erinnern, wie es war vor Corona. Und ja, also da, da habe ich halt gemerkt, es wurde dann doch mit der Zeit sehr trocken und anspruchsvoll. Es war auch die Zeit, wo man sonst zu Pfingsten noch richtig warm es war. Diesmal soll es nicht ganz so warm bei uns werden und eher so Richtung Gewitter, Regen werden. Mal schauen. Ähm, aber ich denke mal, das bringt trotzdem was. Ja, wir haben dann noch eine Werbung drin für ein Barbour-Produkt für äh, eine Ampulle. Auch wieder äh, mit, also das ist jetzt Kollagenboost. Ne? Genau, dann schaue ich mal, was habe ich hier als nächstes. Also die Box ist richtig voll. Also da sind richtig viele Produkte drin. Für den Preis, also wow. Also wir haben hier jetzt dieses, ich halte es mal so auf Deutsch. Genau, da haben wir Ultrasun Face SPF 30. Frei von kritischen Inhaltsstoffen bietet Ultrasun SPF 30. Eine, also Sonnenschutzfaktor da die das auch immer bezeichnen, 30, eine spezielle Kombination von Lamelaren. -la Lame das Wort sagt mir leider nichts. Ich bin nicht so beautybewusst, dass ich das Wort jetzt kenne. Es tut mir leid. Gerne könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was äh, Lamelaren Breitbandschutz bedeutet. Ich lasse mich da gerne von euch aufklären. Ähm, und einen starken Antioxidant zum Schutz gegen infrarot a strahlen Das schnell entziehende anti aging reduziert nicht nur sonnenbedingte Falten, sondern stabilisiert dank des natürlichen Wirkstoff Ecotoin den Feuchtigkeitshaushalt. 15 ml haben wir hier für 8 Euro. So, genau, es ist wasserfest, das finde ich auch schon mal ganz gut. Anti-Aging, Sonnenschutz, sensible Haut. Hoher Schutz gegen UVA. Äh, spezielle Kombination von Lamellaren Breitbandschutz mit LPF30, GSP für rotschutz und Ekotin. Für optimale Feuchtigkeit reduziert die Erscheinung von sonnenbedingten Altern, Linienfalten, vergrößerte Poren. Sehr schnell absorbierende, äußerst leichte und nicht fettige, fettige Textur. Ideal für empfindliche Haut, Sonnenschutz und Feuchtigkeitspflege für Gesicht, Nacken und Dekolleté. Also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ähm, ich glaube, da gibt es dann einige, die sagen, das reicht wahrscheinlich so als normalen Licht-Sonnenschutz äh, nicht aus, dass man vielleicht noch äh, Sonnenschutz verwenden sollte. Ich halte mich jetzt eh nicht so gerne und so viel in der Sonne auf. Deswegen äh, gerne könnt ihr mir das auch mal schreiben, ob sowas ausreichen würde als Sonnenpflege fürs Gesicht, dekolleté bereich oder ob man da noch zusätzlich eine Sonnencreme bräuchte. Das weiß ich jetzt nicht und ich möchte hier auch jetzt nichts Falsches sagen. Genau, also wir haben hier dieses Produkt. Eine kleine Größe, muss ich sagen, reicht bestimmt dann auch vollkommen aus. Wir nehmen jetzt wieder diese Hand. Wir haben hier ein Pumpo. Bin ich mal gespannt, wie viel hier rauskommt. Okay, ist doch ein bisschen mehr geworden, als ich jetzt gedacht hätte. Da hätte ich mir jetzt eine kleinere Menge wie bei den anderen Sachen gewünscht. Wir haben ja so eine sehr cremige Konsistenz und lässt sich aber sehr gut in die Haut einarbeiten. Also super, kein weißer Film. Riecht jetzt auch wieder ganz normal nach Creme. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das unbedingt nach Sonnencreme riecht. Also ich finde, ich habe jetzt ein Sonnencreme von Yves Rocher. Und da merkt man schon diesen typischen Sonnencreme Duft, aber das hier. Ja, also es fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Also ich merke schon, wie so ein Schutzfilm. Also es klebt gleich. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht irgendwie so sehen kann. Es fluppt so leicht so ein bisschen. Also es ist so ein Film auf der Haut. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen wegen Wasserfest auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir gut in Kombination, wie gesagt, mit den Produkten bisher sehr gut vorstellen. Wir haben also hier den Cleanser. Könnte man jetzt, bevor man jetzt äh, das Gesicht, äh, sag mal, man hat jetzt abends, wenn es jetzt warm ist, eh, das Fenster offen ist, kommen verschiedene Pollen rein. Ich wohne jetzt in einer größeren Stadt zwar außerhalb, aber man hat ja trotzdem ne, verschiedene Sachen. Ich würde es wahrscheinlich dann aber auch eher abends nehmen. Also abends dann das Gesicht reinigen mit Kies. So, und dann hier aufbauen mit der Feuchtigkeits-Hyaluron-Creme von Barbo. Und dann noch hier den äh, Lichtschutzfaktor auftragen. So würde ich das jetzt anwenden. Ja. Würde ich jetzt so machen, also dass wir die Haut hier mit vorbereiten. Und dann hier mit... Äh, aufarbeiten mit dem Lichtschutzfaktor. Also so würde ich das machen. Könnt ihr mir gerne auch schreiben, wie ihr das machen würdet. Genau. Ähm, weiter geht's mit einem Produkt, das ist etwas Größeres und ein bisschen schwerer auch, und zwar ist das von DAF. Das ist ein, eine Body Love One Cream für Gesicht, Hände und Körper. Regenerierende Pflege für trockene Haut. Intensiv 48 Stunden Pflege. Boah, sieht ganz gut aus. Also, das scheint mir auch schon fast so ein großes, richtiges Produkt zu sein. Genau, also wir haben hier von Duff Body Love One Cream, regenerierende Pflege. Die erste Pflege von Duff für Körper und Gesicht und ein Must-Have bei trockener Haut. Dank ihrer besonderen Formel ist sie leicht genug für die zarte und sensible Haut im Gesicht und pflegt dennoch intensiv Körper und Hände. Das Duff Keramid Aufbau Hört sich gut an. Schützt zudem vor Feuchtigkeitsverlust und zaubert zusammen mit der nährenden Chia-Butter ein streichezartes, geschmeidiges Hautgefühl. Die Creme zieht in Sekundenschnelle ein. 250 Milliliter, richtig, für 3,99. Okay. Also Gesicht, Hände und Körper. Also es hört sich ja richtig gut an. Dann würde ich das jetzt mal auf den Arm machen. kann jetzt auch gar nicht bisher deuten, wo der so Duft herkam, den ich am Anfang hatte vom Öffnen der äh, Box. Das jetzt die ist. Nee. Also die riecht aber auch richtig gut. Was ist denn da drin? Schierbutter. Aber riecht das so? Also Das riecht richtig blumig und so. Also ich finde, diese Creme hier. Die hat so einen extrem blumigen Duft, also richtig blumig. So und dann machen wir das mal hier drauf. Oh Wahnsinn! Oh krass! Ich glaube, das ist auch so super für so Tattoos geeignet ähm, und da auch ein bisschen Feuchtigkeit. Also habe jetzt nicht viel genommen, die reicht auf jeden Fall wirklich lange bei mir. Das riecht ja toll. Also auch ein ganz toller Film. Also die fühlt sich richtig wie Feuchtigkeit an. Stelle ich mir auch jetzt super. Wie gesagt, jetzt, wenn die Sonne rauskommt, ist es warm. Man, oder man war jetzt draußen und kommt nach drin und merkt so, boah, die Sonne, das hat mich richtig geschafft. Ja, kann ich mir die richtig gut vorstellen, weil ich merke auch, dass die Haut leicht gekühlt ist durch die Creme. Durch die Feuchtigkeit, die da drin jetzt, äh, also, das fühlt sich echt klasse an. Also, sehr leicht. Sehr, wie gesagt, Feuchtigkeit fühlt sich das an. Und, Alter, also die ist ja cool. Also, ich hatte vor langer, langer Zeit mal Duff gehabt. Ich hatte dann so andere Körper-Body-Lotions und so. Aber ich war nie richtig zufrieden. Es war immer so, ja, kann man nehmen, dachte ich immer so. Ähm, aber die kann ich mir sehr gut jetzt vorstellen. Gerade jetzt dann auch, wenn ich dann jetzt unterwegs bin, trage ich ja entweder äh, eine Leggings noch oder äh, eine kurze Leggings und dann fühlt sich das bestimmt auf den Beinen auch sehr sehr toll an. Also die werde ich auf jeden Fall jetzt auch im Härtetest nutzen. Richtig tolles Produkt. Also das gefällt mir. Bisher bin ich von den Produkten nur zufrieden. Und habe bisher jetzt eigentlich voll schon eingeplant, wie ich sie nutzen werde. So, dann haben wir hier noch was dazu stehen, zu Kopf aus und abschalten. Denken wir ans Meer, haben wir meist Bilder von türkisblauem Wasser, Palmen und tropischer Hitze vor Augen. Schon beim Gedanken daran schalten wir ab und lassen die Seele baumen. Aber auch das etwas andere Meer hat jede Menge. Viel gut Momente zu bieten. Mit unseren vier Tipps ist der Traum vom Meer ganz nah. Lettlands kilometerlange Strände. Lettland steht für mittelalterliche Architektur, ausgedehnte Wälder und wunderschöne Seebäder, aber auch für naturbelassene Strände zwischen Meer und Binnensee. Der kleine baltische Staat an der Ostseeküste überzeugt zudem mit seinen zahlreichen Musikfestivals. Beste Voraussetzung, also für einen Urlaub, der Erholung und Spaß bringt. Da haben wir Musikfestivals. Ich sag's euch, das passt so. Das passt einfach so. Ob es jetzt wie bei mir so ein Gothic Festival ist, ob es jetzt Richtung Rock geht oder Pop oder Hip-Hop, egal we welche Musik, die Produkte passen sowas von. Ob man jetzt sich so eine große Creme natürlich jetzt mitnimmt äh, aufs Festival, würde ich jetzt vielleicht äh, schwierig finden, man möchte ja eigentlich das Gepäck so klein wie möglich halten. Aber so an sich finde ich das klasse. Norwegens legendäre Fjorde Norwegen begeistert mit schroffer Wildnis aber auch mit ihren faszinierenden Fjorden hier finden Sie traumhaft schöne Aussichtspunkte atemberaubende Wasserfälle faszinierende Inseln und kulinarische Köstlichkeiten im sommer können sie hier die berühmte mitternachtssonne genießen und aufgrund der dünnen besiedlung erwartet sie die pure entspannung Norwegen. Ich war bisher leider nur, nur äh, am Flughafen Oslo gewesen, weil ich da auf eine Freundin, also ich bin da mit dem Flugzeug und habe da bin da umgestiegen und so weiter. Und weil wir uns in Schweden treffen wollten. Ich war, glaube ich, wie oft war ich denn in Schweden? Zwölf, fünfzehn Mal in den letzten, also das letzte Mal war ich 2018. Ich glaube, 2018 war ich das letzte Mal in Schweden gewesen. Genau. Ich glaube, das war 2018 gewesen. Und dann, also das erste Mal 2012. Genau, 2012 war ich, glaube ich, das erste Mal oder 2011. Ich glaube, entweder 2011 oder 2012 war ich das erste Mal in Schweden gewesen. Und dann halt das letzte Mal 2018. Und... Schweden hat mich schon so fasziniert, also das hat mich ja, es oh, war so schön dort und Norwegen denke ich mal ist auch genauso schön. Dann haben wir hier noch stehen, wert spektakuläre Küsten. Wales ist nicht weit entfernt von London, aber es fühlt sich an, als wäre man in einer ganz anderen Welt. Nationalparks, unberührte Natur und magische Küsten entlang von Klippen und goldenen Stränden. Hier treffen grüne Hügel auf den Atlantik und freilaufende Ponys auf Schafe. Gepaart mit frischer Seeluft weckt Wales Gefühle von Ruhe und Frieden. Ich war noch nicht in England, Wales oder Schottland gewesen. Ich war bisher nur in Irland gewesen. Also nicht Nordirland, sondern Irland. Und ich hatte dort so ein acht Tage ähm, Auslandschulstudiumreise äh, gemacht. Na, damals, wo ich meine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht habe, wurde das von Europa angeboten, das von verschiedenen Städten immer mal wieder zu Fonds gesammelt wurden, damit solche Sprachreisen ermöglicht wurden oder werden. Ich weiß, glaube, das ist immer noch dieses Projekt. Ähm, vielleicht jetzt wegen Corona ein bisschen anders, aber egal. Und äh, auf jeden Fall, da war ich in Irland gewesen und das hat mich fasziniert. Also ich muss sagen, da war ich damals zu dem Zeitpunkt auch äh, schwanger gewesen, also mit meinem Sohn. Und ähm, selbst, also ich glaube, das tat mir einfach gut. Also es hat so, so ein Gefühl gegeben dort. Ich habe mich so wohlgefühlt, so entspannt, so, so erleichtert. Und wenn ich so Bilder von Wales oder auch Schottland sehe, kann ich mir echt gut vorstellen, wie schön es dort ist. Also ich kann Irland weil ich da war jetzt und Schweden definitiv empfehlen, aber auch die anderen Städte, die also Länder, die jetzt erwähnt worden sind, Lettland, Norwegen, Wales, kann, denke ich mal, also auf jeden Fall eine Reise wert, auf jeden Fall. Sie können sich nicht entscheiden, wo Sie verweilen und träumen wollen. Die Brigitte-Redaktion hilft Ihnen dabei unter www.brigitte.de/urlaubstyp können Sie testen, welcher Urlaub zu Ihnen passt. Ja, <laughs> dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Produkt. Genug geredet von mir. Und zwar haben hier, wir hier von äh, Matt Maske Vitamin C Clay Mask. Die parfümierte Maske enthält eine Mischung aus Tonerde, Blumen und Früchten. Als natürliche Alternative zu Retinol wird Bacuriol. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, verwendet. Das für empfindliche Haut geeignet ist. Die Maske verfeinert die Poren und stärkt die Haut mit einer hohen Dosis an natürlichem Vitamin A, dass ihre Haut sichtbar glatter aussehen lässt. 60 Milliliter, ja, 60 Milliliter, jetzt kommt 49 Euro. Wahnsinn. Gibt sogar hier noch im Heft ein 20% Rabattgutschein dass man dann dort einkaufen gehen kann, also ich glaube 20 Prozent, das lohnt sich, wenn man jetzt hier so ein Produkt hat. Hm, pH-Balance, also Porenverfeinernd finde ich gut. <laughs> Und da haben wir jetzt haben wir jetzt auch wieder ein Produkt, was sich super in diese Pflege, die wir jetzt bisher schon hatten, ein äh, ja mit zusammen verbinden lässt. Also wir haben jetzt als erstes den Make-up entferne, äh, entferne den Cleanser von Kies und als nächstes machen wir noch mal die Maske, um die Poren zu verfeinern und ähm, genau und halt mit Vitamin A zu ver, äh, verstärken und die Haut glatter aussehen zu lassen mit Tonerde. So, das ist noch zu. Wie gesagt, ich werde jetzt alle Produkte im Härtetest verwenden. Einfach, dass ich auch dieses Feedback-Video wahrscheinlich mal fertig bekomme. Also riechen tue ich nichts. Okay, also hier kommt was ganz Kleines, Feines raus. Das ist sehr gut. Ich mag es, wenn ich Produkte habe, die sich sehr fein dosieren lassen. Ich mag es nicht, wenn ich drauf drücke und dann kommt so ein Riesenschwall an Sachen raus. Sondern... Ich kann das dosieren, kann sagen, ich möchte jetzt nur eine kleine Menge haben. Also es riecht nach nichts. Es, also ich kann jetzt keinen Duft feststellen. Und ja, ganz normal lässt sich halt jetzt auf die Haut auftragen. Man hat halt dann diese Tonerde, weiße Tonerde in dem Fall. Und dann kann man sie eben dann einarbeiten ins Gesicht, ne, so leicht einmassieren und dann halt wie so eine Maske entfernen. Ich weiß gar nicht, steht da noch was anderes mit drauf? Äh, genau, hier steht es halt auf Englisch drauf. Also die Hände äh, wash your hands, also Hände waschen und dann halt das Make-up entfernen, wenn man welches hat natürlich. Ähm, dann eine dünne Schicht auf das Gesicht auftragen. Und die Maske drauf lassen, bis blau Blut, so bis es sich, äh, bis es blau wird. Nee, Mask antise Tilse Blue, so bis das Blaue sich in Weiß äh, trocken verwandelt. Also so maximal 13 Minuten, nicht länger so. Dann halt äh, entfernen mit warmem Wasser und dann mit kaltem Wasser nochmal, um die Poren zu schließen. Okay, also hier steht dann noch so ein Tipp dafür, dass man noch eine andere Maske dann aufwenden nutzen kann, eine Aftermask, aber die haben wir jetzt nicht. Wir haben diese Maske drin. Und genau, da weiß ich also, wie wir sie verwenden. Und das finde ich auch ganz gut. War jetzt zwar Englisch, aber so viel kann ich jetzt auch an Englisch. So, dann haben wir ein Produkt von äh, Schäbens und da hatten wir letztens ähm, in einer anderen Box äh, ein ähnliches in rosa wir haben jetzt das in blau hydroskin booster genau trockene und spannende spannende haut gehören der vergangenheit an die leichte rezeptur des hochwirksamen serums Sieht schnell ein und führt das Feuchtigkeitsdepot ihrer Haut nachhaltig auf. Die enthaltene Hyaluronsäure zählt zu den Geheimwaffen gegen trockene Haut. 25 Milliliter, 7,99. Jetzt überlege ich gerade. Wir haben aber von Dr. Barber ja eigentlich schon Hyaluron. Jetzt haben wir ja natürlich hier noch ein Serum. Das eine ist eine Creme. Ne? Ähm... Da steht, ich schau gerade mal, ob hier was auch auf Deutsch steht. Hm. Ja, das war ja diese Hyroloron creme ne? Also auch mit Feuchtigkeit. Und jetzt haben wir halt hier noch ein Serum. Ja, also ja, ist okay, ne? aber ich finde, das hätte man vielleicht ein anderes Produkt nehmen können. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier so eine leicht durchsichtige Textur. Das war bei den anderen Serum auch schon. Lässt sich super leicht einarbeiten und riecht ganz normal. Also hat auch wieder kein Parfüm, sondern so ein Pflegeprodukt. Also wie ein ganz normales ohne Parfüm, Duftstoffen Pflegeprodukt riecht. Also ganz normal. Also da kann ich jetzt auch nichts äh, Negatives zu sagen. Äh, Außer dass der Decke recht schwer zuging jetzt, aber leicht hat es auch gehakt. Ja, so an sich Produkt gut. Ähm, wird für mich jetzt aber schwer, das in meiner <laughs> mit meinen Stresstest. Ähm, ja, man soll ja eigentlich, bevor man so Cremes verwendet, das Serum nehmen. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, wir haben ja in diesem barburg schon, naja, Hyaluron und Hydro und nochmal. Äh, Weiß ich nicht. Aber ihr könnt mir gerne dazu eure Meinung sagen, ob das so okay ist, ob ich das vielleicht falsch, falsch, auch nur falsch sehe. Ähm, genau, wie gesagt, <laughs> könnt ihr mir mal mitteilen. Dann haben wir hier noch von Schemes Augenmasken eine Werbung dazu. So, mehr an und Sommer genießen. Ob Städtetrip, Wochenendtrip oder Strandurlaub, ob Rucksack, Weekender oder Koffer, Packen erfordert Zeit, Geduld und einen kühlen Kopf. Oder aber auch äh, oder aber unsere Checkliste, was neben allen notwendigen Reisedokumenten, der Kreditkarte, den Ladekabel, passender Kleidung und einer Reisapotheke in keinem Gepäck fehlen darf. Sonnencreme und eine reichhaltige Pflege, beides haben wir Ihnen schon in die Box gepackt. Denn vorher und hinterher ist es ein absoluter Muss. Genau, von Dafti-Creme und das, ähm, die Sonnenpflege von Ultrasan. Kopfbedeckung und Mückenschutz. Wir liehen äh, kleine Andenken aus dem Urlaub. Mückenstiche und Sonnenstiche gehören allerdings nicht dazu. Dann Shampoo und Dusche, Sand unter den Füßen ist unbezahlbar in den Haaren und im Dekoté unbrauchbar. Darum liegt je ein Stück bereits in ihrer Box. Okay, da muss ich dann nochmal schauen, was wir als nächstes haben. Blasenpflaster, ungemütliche Schuhe, damit sie den Urlaub genießen und sich ihre Füße trotz Zeitziehigen Touren und stundenlanger äh Spaziergänge erholen können. Naschvorrat, auch an den kleinen Hunger zwischendurch haben wir gedacht, genau deshalb sind Schokoriegel und Chips ebenfalls in dieser Box enthalten. Da muss ich auch mal gucken. <laughs> Stadtplan oder Google Maps, schließlich wollen sie abschalten und den Kopf ausschalten, oder? Das Gepäck ist nun startklar, aber wo geht es hin? Im Brigitte Online Magazin unter www.brigitte.de slash Reisewelten können Sie sich durch die unterschiedlichsten Reiseziele stöbern und dem Sommer einen letzten Schliff verpassen. Ja, ich finde, jetzt ist ja für mich... Cool, dass es äh, das 9-Euro-Ticket gibt. Ich wohne in der Stadt. Ähm, ich habe kein Auto. Wir sind gut erreichbar, also mit den öffentlichen. Und ich werde es auf jeden Fall nutzen. Ich werde jetzt nicht nur Leipzig und Umgebung, also Markleberg und die Seen, die wir haben, uns anschauen. Ich war da schon mal, aber nochmal jetzt so. Eben. Ruhe genießen die Zeit, ähm, sondern es ist auch geplant unter anderem mal so ein äh, Samstag-Trip nach Berlin zu machen. Ähm, wir kommen da von uns, nach, von Leipzig aus super dorthin und ja, können wir uns mal Berlin anschauen. Das lohnt sich super mit dem 9-Euro-Ticket. Jeder, ja, der was Negatives darüber sagt, ähm, ich sag mal, man sollte auch vielleicht mal gönnen können. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann verstehen, dass so vielen nichts nützt. Aber ich sage mal, das Problem mit dem Land und Öffentlichen, ähm, man kann jetzt, möchte ich auch mal ganz kurz noch was Persönliches sagen. Man kann, ich habe selber mal auf dem Land gelebt, ich habe da mein, ähm, meine Realschule gemacht, ich war ja auch, wie gesagt, in der Schulband. Ähm, genau, und die Sache ist ja, ja wenn man auf dem Land lebt, also so richtig Land, dann ist man entweder unterwegs am Arbeiten mit seinem Traktor, mit dem Feld, mit den Feldern, mit dem Bauernhof etc. Oder man wohnt eh, wo man halt ein Geschäft hat. Also jeder, der in so einem kleinen Dorf wohnt, hat ja seine Aufgabe. Ne? Und es ist ja eine Gemeinschaft, die dort ist. Und wenn man halt so wie andere Städte schon öffentliche da schon hat und so. Es ist aber halt einfach der Fall, die Leute sind wollen ja auch lieber ihr Auto nutzen, als dass sie die öffentlichen nutzen. Ne? Also ich merke es ja selber in Leipzig. Es ist halt nervig und schon wieder Verspätung und schon wieder da und wieder Ausfall und so weiter. Das ist ja, wo dann so Leute, die ein Auto haben, sagen: Ja gut, das passiert mir nicht. Ich stehe vielleicht im Stau, kann aber woanders langfahren kann ich alles verstehen, aber man entscheidet sich doch, wenn man nicht dort geboren wird auf dem Land, doch nicht für ein Land leben, wenn man sagt: ja gut, ich möchte trotzdem die öffentlichen weiter nutzen, sondern man ist, sagt sich ja na gut, mein Auto ist mir schon wichtig. Ich habe jetzt noch keinen erlebt, der sagt, ich bin bewusst entscheidet, auf dem Land zu leben ohne Auto und dann sagt, ja, die Öffentlichen fahren nicht. Natürlich gibt es auch Leute, die da die Öf auf die Öffentlichen angewiesen sind. Die gibt es ja auch, ganz klar. Aber da mh, wir können doch jetzt nicht. Ich habe es ja selber erlebt, weil ich ja wie gesagt auch in andere Städte fahren musste wegen ähm, weiter nach der Schule und so weiter, verschiedene Sachen. Ähm, Berufspraktika und was weiß ich, man kann ja jetzt nicht wie jetzt in Leipzig so eine 10-Minuten-Regelung machen und so viele Busse einsetzen. Wer soll denn da dann das Ticket bezahlen? Es muss ja auch dann finanziert werden. Die Busfahrer müssen ja finanziert werden. Man muss viel mehr einsetzen. Das heißt, dann steigt das ja auch und dann sagen sich die Leute ja, für das Geld, da kann ich mir auch ein Auto nehmen. Und am Ende ist es ja genau dieser Fall. No? Ja, der öffentliche Verkehr muss definitiv ausgebaut werden und vor allem hier in Leipzig muss es definitiv günstiger werden. Aber da habe ich schon äh, mich anderswo schon öfters darüber ausgelassen, dass ich mit den Preisen der Öffentlichen überhaupt nicht einverstanden bin. Aber wie gesagt, einfach gönnen, ne? Leuten wie mir oder anderen einfach das gönnen, dass wir dieses 9 Euro Ticket nutzen können. Wie gesagt, wir können nicht jeden Menschen auf dieser Welt glücklich machen, es geht einfach nicht. Aber wenn wir schon ein paar Menschen mit Veränderungen, mit äh, Angeboten glücklich machen können, warum nicht? Also ich finde, ne? Also warum sollte man jetzt zum Beispiel meinen Sohn bestrafen, der sagt, ich möchte gerne mir mal Berlin anschauen, nur weil andere bockig sind und sagen, ja, ich habe da nichts vom neuen Euro-Ticket. Ne? Also einfach das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wäre es jetzt zum Beispiel diese Spritpreisbremse und was weiß ich was anders und noch günstiger, würde sich viel mehr lohnen als dieses 9-Euro-Ticket, das gäbe es zum Beispiel gar nicht, dann würde ich sagen, ja gut, ich hätte mir jetzt auch was gewünscht, dass ich was nutzen kann, aber ich bin jetzt nicht drauf angewiesen und hätte mir gesagt, dann ist es so. Und man muss halt auch gönnen können. Ne? jeden dem meine Meinung nicht gefällt, also es muss ja niemand meine Meinung gefallen, aber nur mal so wollte ich mal so einen Einblick geben. Ich vertrete auch einen sehr christlichen Gedanken, einfach gönnen können, bisschen mal drüber nachdenken und sagen, ähm, ja, andere haben es auch mal was Schönes. Können Sie auch mal was Schönes gönnen und einen schönen Tag und eine schöne Zeit verbringen. Und das sollte man einfach auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und nicht immer so neidisch, eifersüchtig, wütend sein und Ruhe bewahren. Ne? Also wir sollten uns alle mal ein bisschen von unserem Wut, Hass und was weiß ich was ein bisschen dämpfen. Na, das tut uns, glaube ich, auch ganz gut und da passt dieses Motto, wie ihr sagt, ganz gut. Einfach dieses mal abschalten können, dieses stoppen und sagen, nehmen wir jetzt mal Auszeit für mich, wie und... Na? Deswegen, da passt das ganz gut. Wollte ich auch mal noch so kurz einbringen. Genau, dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Ich habe übelst viel zu reden, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Genau, wir haben jetzt von Sebamed die feste Dusche Meersalz. Totes Meersalz kann mit seinen lindernden und regenerierenden Eigenschaften zur nachhaltigen Verbesserung des Hautbildes beitragen. Die feste Dusche mit einem vom pH-Wert 5,5 und 3% totes Meersalz eignet sich optimal für die milde Reinigung der trockenen und empfindlichen Haut. 100 Gramm für 3,95 ich habe so viel Duschprodukte, ich habe feste Duschen, ich habe Duschgel, Duschgelkonzentrat und was weiß ich, Duschschaum. Ich habe so viel Duschmittel. Das hier werde ich definitiv nicht brauchen. Ich werde es jetzt aber mal auspacken. Einfach nur, dass ihr das so sehen könnt. Ne, so sieht das aus. Riecht auch, jetzt weiß ich auch, wonach die Box gerochen hat. Das ist das hier. Das riecht definitiv nach dieser Seife. Also es riecht typisch wie so eine feste Seife. Ganz typischer äh, Duft von feste Seife, wie man es so von früher noch kennt. Ja, also ähm, eine feste Dusche ersetzt äh, äh, zwei Flaschen Dusche A 200 Milliliter. An sich coole Aktion. Ich brauche leider keine Duschsachen mehr. Ich mag es nicht, irgendwie Boxen zu haben, wo Duschsachen drin sind. Ja, kann ich leider, wie gesagt, nicht mit viel anfangen. Ähm, wird, werde ich wahrscheinlich dann verschenken. Ähm, da gibt es bestimmt jemanden, der sich mehr drüber freut als ich. So, weiter geht es auch wieder mit Salz. Und zwar von Salthaus. Totes Meer Fußbalsam intensiv. Der beruhigende Fußbalsam mit wertvollen Totesmeermineralien, 10% Urea und reichhaltigen Ölen spendet 24 Stunden intensive Feuchtigkeit und schützt vor den Austrocknen. Es mildert Spannungsgefühle und mindert Juckreiz. Gleichzeitig bewahrt er die Hautschutzbarriere, zieht schnell ein für spürbar glattere und zartere Füße. 100 ml hm, für 399. Ähm, die Firma Swordhouse sagt mir tatsächlich nichts, vielleicht euch schon. Ähm, Fußballsam, also da haben wir es wieder Festivals oder halt jetzt, wenn ihr unterwegs seid, so einen schönen Trip macht irgendwo hin. Lässt sich auch wieder super dosieren. Riecht aber auch nichts, ne? Also da riecht nichts. Lässt sich super wieder einarbeiten. Oh, jetzt. Jetzt riecht's. Jetzt auf einmal beim Verstreichen bekommt's doch einen Duft. Riecht aber jetzt nicht unangenehm. Oh ja, das, das fühlt sich gut an. Das kann ich mir richtig gut für die Füße auf jeden Fall vorstellen. Man kommt dann, wie ich jetzt vom Festival, es ist vielleicht so zwei, drei Uhr, und die Füße, die rauchen vom vielen Stehen oder ne, von den Schuhen, die man die ganze Zeit anhatte. Und dann. Kurz vorm Schlafen gehen nochmal dieses äh, Fußbalsam auftragen und dann schlafen gehen. Super, das fühlt sich definitiv bestimmt super toll an. Die Füße, die dann gestresst sind. Genau, dann machen wir weiter mit einem Produkt, was ich zwar brauche, also derzeit ich nicht brauche, wo ich es gebraucht hätte, nicht hatte und... Ist aber okay, dass ich habe. Und zwar von Naturebox festes Shampoo-Kokosnussöl. Ich muss dazu sagen, ich hatte noch nie ein festes Shampoo. So eine Seife, ne? Jeder kennt eine Seife vom Waschen. Also nicht nur von Hände waschen, sondern auch für damals für die Badewanne hat man ja, oder Dusche hat man sich auch mit einer Seife gewaschen. Ne? Also so ist es ja jetzt nicht. Aber ne, für das feste Shampoo für die Haare kannte ich bisher nicht genau, mit Kokosnussöl, das werde ich definitiv gleich mal dran schnuppern. Erfrischende und Feuchtigkeitsspendende Eigenschaften bei trockenen und durstigen Haar passt wieder super. Mit kaltgepresstem Kokosnussöl und reichhaltigem Schaum erfrischt dieses feste Shampoo Ihr Haar. Gleichzeitig reduziert man dadurch Plastik und spart Wasser, denn ein Feststück entspricht ca. 2 herkömmlichen Shampooflaschen A250 ml. 85 Gramm für 4,99. Ja, warum sage ich, das passt trockenes Haar, ne? Wenn man jetzt, wie gesagt, in diesen Hallen war, viele Menschen und warm, nachher noch so schwül warm oder so. Ich merke es an meinen Haaren, die werden dann so ganz, ganz komisch und da passt sowas definitiv ganz gut dazu. Wie gesagt, ich habe noch nie ein Trocken, also so ein festes Haarshampoo ausprobiert oder Conditioner oder was, weiß ich was. So sieht es aus. Steht sogar Shampoo drauf, dass man es nicht vergisst. Also ganz leicht. Es riecht ganz leicht nach Kokos, aber wirklich nur leicht. Und Box ist hier noch drauf gedruckt. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Ich habe momentan sehr schlechte Lichtverhältnisse in meinem Raum. Weil momentan hier die Handwerker sind vor meinen Fenster und so. Okay, also ich bin mal gespannt, wie, wenn man das jetzt mit Wasser dann benutzt. Ähm. Die Frage ist natürlich, wo man es hinpackt. man muss ich mal noch schauen. Ich habe... Nee, ich habe ein festes Dusch... Dusche? Ich glaube, das ist eine feste Dusche, die ich habe. Ich bin mir gerade unsicher. Oder war das doch für die Haare? Ich hatte mir mal von... Ähm, wie heißen die denn jetzt? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Von so einer Firma, die ganz teuer ist, auch so feste Sachen gekauft. Und ähm, da habe ich noch so, eine so ein Döschen dazu. Das ist zwar nicht ganz die Größe, aber könnte ich mir gut vorstellen, so zum reinlegen, dass das dann so ein bisschen ab abtropft. Ja, dann machen wir weiter mit dem wahrscheinlich vorletzten Produkt schon. Auch wieder etwas, was wir brauchen, aber das ist aus Glas. Ne? das kann ich nicht mitnehmen zum Festival, leider ich habe zwar ähm, noch Deo-Roller von Yves aus Plastik natürlich, Plastik ist immer nicht so toll aber Glas Leute, nie das ist nicht schön das geht leider nicht bei Festivals das wird ähm, im schlimmsten Fall wird einem das weggenommen das kann man es nicht nach dem Festival oder nach dem Konzert wieder abholen wenn es noch da ist, aber das sollte man nicht mit zu Konzerten mit reinnehmen, Festivals. Weil, also auf dem Zeltplatz vielleicht oder so, aber dann sollte man es beim Zelt lassen. Aber das ist nicht für äh, geeignet, leider. Ärgert mich, weil so an sich ist das Produkt richtig cool. Naja. Hydrofugal, stark und kühlend, Roll-On, der neue stark und kühlende Wall-On bietet nicht nur den gewohnt starken hydrofugalschutz gegen Achsenässe, sondern sorgt auch für einen angenehmen Cooling-Effekt Cooling ne? Cooling und langanhaltende Frische. Die Formel mit Aloe Vera kühlt angenehm und der belebende Duft sorgt für einen zusätzlichen... Kick 50 ml für 2,99. Ich stelle mir das auch schwer vor für Reisen, wenn man jetzt unterwegs ist und man hat so eine Glasflasche. Ja, die scheint mir recht stabil, aber ich glaube, für so für unterwegs ist es eher schwierig, ist meine Meinung zu Glassachen, wenn man so längere Strecken hat oder sonst wo ist. Ähm, lieber für zu Hause, klar, oder auf dem Weg zur Arbeit kann ich es mir auch gut vorstellen. Oder für die Innenstadt. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr kühler Effekt jetzt. Ne? Lässt sich sehr leicht verreiben. Riecht auch sehr angenehm. So an sich werde ich definitiv nutzen. Aber leider nur für zu Hause, zum Mitnehmen nicht geeignet. Aber ist nicht schlimm. Ich habe noch einen Deo-Holle. Genau. Und dann denke ich, bin ich jetzt bei der letzten Sache angekommen. Denke ich mal. Schau mal, ja, die Box ist leer, bloß ich bin verwirrt. Jetzt stand doch hier in dieser mehr in dieser Checkliste. Der Checkliste stand folgendes: Naschvorrat auch an den kleinen Hunger zwischendurch haben wir gedacht. Genau deshalb sind Schokoriege und Chips ebenfalls in dieser Box enthalten. Ich glaube, die haben sich da verschrieben. Ich glaube, die wollten eigentlich ein anderes Produkt wahrscheinlich reinmachen, haben den Text vorgefertigt. Ich habe ja äh, äh, Medienkauffrau gelernt, also wie man so Sachen ne, schreibt, Informationen holt etc. Und äh, ich glaube, das war wahrscheinlich anders gedacht. Genau, weil das, was wir jetzt haben, ist weder Schoki noch Chips, sondern was zu trinken. Okay. Der Tee-Tee, Erfrischungstee, ist das perfekte Getränk für die kleinen Momente im Alltag, in denen einfach mal die Luft raus ist. Mit perfekten natürlichen Zutaten überzeugt Tee neben der hochwertigen Qualität auch mit seinen ausgefallenen Sorten. Frisch und aromaschonend aufgebrüht bieten diese ein besonderes Geschmackerlebnis. 0,33 Liter 1,19 Euro. Da wieder eine Glasflasche, ist sehr schwer äh, ne, zum Transportieren. Ich bevorzuge da lieber für unterwegs so eine Edelstahlflasche. Ne, kann nichts passieren. Ähm, das ist jetzt auch was für zu Hause, finde ich. Eine Mehrwegflasche ne, kommt dann in den Glascontainer. Ich glaube, da hätte ich mir dann auch gewünscht, dass dann solche Sachen endlich mal äh, als Pfandflaschen. Jetzt habe ich natürlich cremige Finger kriege ich es nicht so auf, als Pfandflaschen sind, ne? So, so sieht's aus, wie gesagt. Und dann wollen wir mal kosten. Also Pfefferminztee mit Brombeere. Mhm. Pfefferminztee schmecke ich auf jeden Fall. Mhm. Also man, <laughs> Schuldurung. Gut, dass ich gerade was zu trinken habe. Also man merkt den Pfefferminztee und dass der fruchtig ist. Also nicht den, wie so ein Pfefferminz-Kaugummi oder so. ne. Man hat diese Pfefferminze ganz zart. Aber man schmeckt auf jeden Fall was Fruchtiges. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt auf Brombeere kommen. ich auf jeden Fall. Aber das könnte auch, könnte auch fast schon... Richtung von Geschmack her Richtung Holunder gehen könnte ge Richtung schwarze Johannisbeere gehen könnte irgendwas Bäriges sein aber Brombeere hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt von von der Farbe vielleicht schon auf jeden Fall ja ähm, genau aber es schmeckt richtig gut und äh, sind auch nur drei Prozent Brombeersaft also ist jetzt wirklich nicht viel drin ne? Ja, und das sind auf je 100 Milliliter sind hier drin ähm, 18 Kalorien, also 75 Kilojoule. Das ist ganz gut. Ne? Also das schmeckt. Die Sorte hatte ich bisher auch nicht. Also Tee meine ich an sich. Die Marke hatte ich an sich noch nicht. Deswegen bin ich da auch ganz zufrieden. Könnte man sich auf jeden Fall nachkaufen. Dann haben wir hier noch äh, drin Tweets, Happiness Homemade, Badetabletten, Werbung und Freundin wirbt Freundin und das war's. Genau. Das ist also die Brigitte Box gewesen und ich muss sagen, die Produkte, wie gesagt, ähm, es gibt eine Sache, wo ich überlegt habe, das Serum und die Tagespflege, also diese Creme mit Hyaluron von Barbo, ob die so zusammen mit beide mit Hyaluron so wirksam sind. Hyaluron, Hyaluronsäure, hm. hätte man vielleicht eine andere Art reinpacken können. Ähm, da war ich ein bisschen skeptisch. Und bei den, ähm, genau, bei den Deoroller, den kann man leider auch nicht mit sich führen. Das ist leider äh, aus Glas. Und das hier, die duff creme die ist für zu Hause geeignet, ist aber auf jeden Fall ein Highlight-Produkt, weil ich die Textur richtig gut finde. Ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal die Produkte hier in die Box für euch platzieren. Ähm, ich zeige sie euch einfach nochmal. Wir haben hier von T den Pfefferminztee mit Brombeer. Wir haben von Duff die Körper-, also 1 ein ins 1-Creme. <laughs> Dann haben wir eine mehrseits äh, dusch Bar, äh, von Sebamed, dann von Nature Box ein festes Shampoo mit Kokosnuss. Wir haben von Swordhouse ein Fußbalsam. das finde ich auch richtig klasse, das freut mich. Ähm, dann haben wir von Schemes den Hydro Skin Booster Feuchtigkeitsserum mit Hyaluron. Dann von Matt Maskey. Eine richtig teure äh, Vitamin-A-Booster-Blue-Clay-Maske. Und dann halt von Hydrofugal den deo Roland. Dann die Sonnenschutzpflege 30 von Ultrasan Von Barbour, wie gesagt, die Hyaluron-Creme. Und dann noch von Kies den Cleanser. Von Kies den Cleanser. Und jetzt versuche ich euch das mal nochmal zu zeigen. Und das sind die Produkte und sie sehen richtig klasse aus. Also ich freue mich, wie gesagt, über 90% der Produkte. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Äh, jo. Komm hin. <laughs> genau. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Gerne beantwortet mal so ein bisschen meine Fragen, äh, was ich euch so gestellt habe. Ihr könnt auch mir gerne eure Meinung zu verschiedenen Themen sagen. Sagt, ich bin da offen. Wo es wie gesagt ein bisschen runterschalten. Kann Kritik äußern. Man sollte aber darüber nachdenken, wie man Kritik äußert. Ne? Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein Abo da lassen, denn dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Sachen hier auf meinem Kanal. Und ich glaube, das nächste dreht sich alles zum Thema WGT. <laughs> Und vielleicht findet ihr noch andere Sachen auf meinem Kanal. Würd mich freuen, wie gesagt, wenn, ja, wenn, nicht wenn, sondern... Dann <laughs> wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald.